Quest 4 Armor Flashback, Good Old Times, fliege mit einem Hubschrauber so schnell du kannst in einem Durchgang sofort. Das hat doch schon mal nicht funktioniert. Vier Tries, zwei Tunnel durchfliegen. Geht los. Du musst erstmal den Tunnel finden. Ernsthaft? Euer fucking Ernst, Chat? Schein Nummer 2. Warte mal. Doch. Wale. Das kann doch nicht euer Ernst sein! Aber ich lebe. Jetzt habe ich das erste Mal Leben verloren, gerade durch das bisschen Feuer. Ja, kein Ding, ne? Ich gehe einfach hier raus, mache mir einen neuen Helium mal weiter. Weil ich das einfach überlebt habe. Außer, dass die Autos in mich reinfahren. Ist aber kein Problem. Ich hole mir den Heli einfach irgendwo hier drüben, wo mich nichts in mich reinfahren kann. Es schießt auf... Also immer erstmal den Tunnel zu finden, ist halt erstmal immer die erste große Herausforderung für mich. Ich wollte mich verarschen, ne? Ich wollte mich auf diesem anderen Level verarschen. Habe ich noch einen Try, ja, ne? Jetzt kommt mein letzter Try, ne? Ja, vor allem, ich glaube sogar, dass ich die Challenge vielleicht schaffen könnte, aber die... Was waren das denn auch für Effekte, bitte? Jetzt mal ehrlich. Was waren das denn auch für Anti-Effekte, Alter? Du hast dich aber auch nicht angestrengt. Was soll ich machen, wenn einfach eine Lenkrakete auf mich zugeflogen kommt? Oder ihr mich einfach anzündet? Quest und... Nein. Ich lese den Titel der Quest und will nicht. And I would walk 500 miles. Ein kleiner Spaziergang hat noch niemandem geschadet. Auch dir nicht. Begebe dich zu Fuß von der Meeting Point zum Haus von Butters. Extra Leben 2. Drei Tries, Meeting Point zu Fuß zu Butters Haus. Können wir das schaffen, ja oder nein? Wir starten eine Kanalwette. Progress wird nicht gespeichert. Ja, also wenn ich tot bin, muss ich wieder zu Meeting Point und nochmal von vorne laufen. Ich glaube gerade keiner an dich. Nur, also 3,2 Millionen Punkte liegen auf ja, aber das ist wieder so ein Ding. Die setzen die auf ja, gehen trotzdem davon aus, dass ich es nicht schaffe, würden sich aber freuen, wenn ich es schaffe und gamblen. Weil sie wissen, dass die meisten nein machen, mit 48 Millionen Punkte gerade. Das heißt, die würden auf diesem anderen Level abstorben, falls sie richtig liegen und es irgendeinen dummen Zufall gibt, der dazu führt, dass ich zu Fuß am Haus von Butters ankomme. Okay, dann geht los. Hallo, guten Tag. Muss da mal durch. Hab's eilig. Muss zum Haus von Butters. Hallo, explodierende Zombies. Was geht ab? Er verprügelt einfach die anderen da. Ja, sie rennen mir auch einfach hinterher. Sie versuchen nämlich reinzurennen, um zu explodieren, Alter. Wie ist das damals in StarCraft? Zaneling oder so? Ich will mich da verarschen. Jetzt muss ich seitwärts laufen, oder was? Aber ich bitte wieder vorwärts gehen? Ich sehe nicht, wo ich hinrenne. All Pets Attack Player. Ach, komm, Chat. Und Zombies habe ich auch noch am Arsch.
Aber hier ist gerade keiner. Heißt, mich greift auch gerade keiner an. Hinter mir rennen auch immer noch Zombies. Stehen bleiben kann ich also auch nicht. Na klar, ist da was explodiert. Hello, Zombies, was geht? Haut rein, muss los. Und ich heile über die Straße. Okay, die wollen mich auch verprügeln. Alle wollen mich verprügeln. Was zum Teufel habt ihr mit denen gemacht? Ah, wisst ihr, glaube ich, warum ihr die so zum Stacken bringt? Ihr habt einen Effekt, wo sie mich alle schlagen wollen und einen, wo sie mich alle erschießen wollen. Die wollen gerade beides und können nicht zur Waffe greifen. Alter, ich habe einfach alle NPCs der Welt hinter mir, ne? Ach so, und All Pets are Cops. Deswegen sind die auch noch alle angepisst auf mich. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aufstehen, aufstehen, da wird's gefährlich. Aufstehen! Tschüss. Ein Affe? Will der mich jetzt auch verprügeln? Will mich der fucking Affe verprügeln? Hinter mir ist ein fucking Affe. Ist weg von den Bullen. Und die ballern auf mich und ich habe super Lowlife aufgrund der Bienen. Nein! Try eins ist um. Ganz ehrlich, wer hat um seine Punkte geschwitzt gerade? Aber ich habe noch zwei Tries. Wer hat gerade um seine Punkte geschwitzt? So, kurz wieder zum Meeting Point und dann nächste Runde. Drei Tries habe ich insgesamt, ne? Also jetzt noch zwei. Diese anders close Challenge gerade, Alter. Es war so unnormal close. Na, aber die Karren können nicht anhalten. Die schieben sich hier gegenseitig in die Gegend. Wenn er mich reinfährt, killt er mich wahrscheinlich. Einfach nur der Sound gepitcht jetzt? Darf ich da mal bitte irgendwie rüber? Danke. Boah, Bruder! Nicht gesehen, aber ein Fußgänger kommt! No Sky. Aha, ihr habt einfach meinen Himmel weggenommen. Ach klar. Okay. Kann ich mit leben. Das ist ein Eckstock. So sah das heute aus, als ich im Badezimmer hingefallen bin. No joke. Als mir die Krücke weggerutscht ist. Nehmt das! Nehmt das! Nehmt das! Nein, nehmt das nicht! Fuck, 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 fuck. Letzter Try. Abfahrt, schaffen wir jetzt. Ist so klar, was ihr votet. Ich sehe das nur und ich bin mir sicher, was ihr votet. Ne? Einfach damit ihr mehr Zeit habt. Weil ihr denkt, sonst könnt ihr nicht gewinnen gegen mich. Es war so klar. Es war so klar, Alter. Jetzt gehe ich im RP-Modus hier durch. Ne? Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Hübsche Jacke haben Sie. Hallo. Warum, wie lange geht der Effekt? Was für eine Schiebung hier? Was soll ich tun? Eieiei, so, ich kopiere mein RP GTA wieder rüber, Chat. Wir gehen ins RP, Alter. Aber war eine geile Runde Chaos-Mod, oder? Was sagt ihr, Chat?